Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Fashion Try-On Haul für dich mit einem mega krassen 40% Rabattcode. Und zwar rede ich von der Marke Chiquelle. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Chiquelle ist eine schwedische Marke, eine schwedische Firma, die mich ab und an mit Kleidungsstücken versorgt, damit ich nicht nackt durch die Welt laufen muss. Und das finde ich sehr, sehr cool. Die geben mir auch immer einen wundervollen Gutscheincode an die Hand, der dann auch wirklich für 5 Tage nach Veröffentlichung gültig ist. Und das wäre Claudia W20. Das ist 20% Rabatt ab heute für 5 Tage. Aber Leute, es ist Black Week, deswegen trage ich auch gerade das schwarze Kleid aus dem letzten Haul, den ich euch hier mal verlinken kann. Genau, und da gibt es den 40% Rabattcode, den habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Eduard P, Claudia rückwärts und ein P dahinter heiße ich da. Und der nennt sich Black Shopping. 40% auf alles auf der Homepage ist Hammer. Auf alle Kollektionen, auf alles, was ihr da findet. Und das finde ich richtig, richtig cool. Die haben tolle Produkte in einer guten Qualität. Es ist tatsächlich vom Stil her gefällig, um das mal so zu sagen. Es ist nicht super auffällig, dass man jetzt irgendwie extrem krasse Schnitte hat oder so. Es ist sehr, für mich, sehr bürotauglich, sehr alltagstauglich. Und ich trage die Produkte einfach gerne, weil die Qualität auch gut ist. Und weil, ich weiß nicht, weil ich mich wohl darin fühle. Ich trage auch, ja wie gesagt, heute ein Kleid, was ich auch auf der Arbeit getragen habe, aus dem letzten Shopping-Haul. Kann ich euch mal eben zeigen. Ich muss mal gucken, ob es das noch dort zu finden gibt. Ich weiß es nicht. Ne? Das fand ich schon mal richtig gut. Und das habe ich halt heute so auf der Arbeit getragen. Einfach mit einer grauen Strumpfhose und schwarzen Stiefeln. So, aber ich bin genauso gespannt wie ihr, was ich hier drin habe. Ich kann immer so eine Liste mit 10 Produkten an Chiquelle schicken. Und die suchen dann entsprechend die Teile aus. Ich habe tatsächlich nicht nur dieses Paket hier, sondern auch noch ein zweites. Weil ich habe 2 Lieferungen geschickt bekommen. Weil Black Week, Leute. Ne? Ein ganz normaler deutscher Online-Shop, wo ihr mit PayPal bezahlen könnt und den ganzen Kram. Also das ist total easy peasy. Innerhalb von ein bis zwei Tagen hast du es per DHL zu Hause. Genau. Und jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen um und wir schauen uns die Outfits an. Starten möchte ich mit diesem winterlichen Outfit. Das ist sehr, sehr spektakulär, denn es ist ein Zweiteiler. Man trägt es aber so. Es ist tatsächlich ein Kleid, was hier drunter ist. So super, super warm, so wollmäßig. Und genau, darüber habe ich einfach einen Cardigan, der halt auch genau dazu passt, was ich echt schön finde. Man kann natürlich auch einen Cardigan in einer anderen Farbe wählen. Ich persönlich finde das jetzt aber auch sehr, sehr schön. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das durchsichtiger wäre und bin sehr froh darüber, dass es nicht so durchsichtig ist. Also so kann man das quasi dann abnehmen. Das hat so ein bisschen was, ich weiß gar nicht, wie ich, so 50er-Jahre-Style finde ich, ne? Vom Stil her, wie auch das vom Muster hier an den Hoopies ist. Ich finde, dass es sehr gut sitzt. Hinten, ja, muss man aufpassen mit dem BH. Ne? Das ist halt ein bisschen tiefer ausgeschnitten, aber es ist wirklich warm. Also ich könnte das auch so in Kombi anziehen und würde mich durchaus angezogen fühlen und wohlfühlen. Ich würde darunter wahrscheinlich einen nudefarbenen BH tragen, aber es ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ich mag dieses Ton in Ton tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Wobei ich irgendwie jetzt gerade im Spiegel sehe, dass diese Jacke, die ich mir dazu bestellt habe, ein ganz kleines bisschen mehr ins Cremefarbene geht, als es das Kleid macht. Ne? Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann, dass da so ein ganz, ganz leichter Farbunterschied da ist. Ansonsten ist es wirklich super angenehm. Also es ist überhaupt nicht kratzig, da habe ich ja sonst Probleme mit. Es ist wirklich, ich fühle mich total eingekuschelt. Ne? Auch von der Länge her ist das Kleid wirklich gut, mag ich. Doch, ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und da ich mir keine Unterteile bestellt habe, würde ich tatsächlich sagen, dass ich hier jetzt auch die anderen Oberteile, die ich mir bestellt habe, drüber ziehen werde. Also quasi ohne den Cardigan. Also der Cardigan, den finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ne? Mir fehlen vielleicht so ein bisschen hier noch so ein Band, um das zuzubinden. Aber da kann man sich auch eine Brosche nehmen. Aber so, ich finde, das macht schon was her. Ne? Mit schönen Accessoires aufgepeppt, sieht das auch echt toll aus. Und ja, vielleicht ein bisschen frisch jetzt tatsächlich. Aber ich mag das schon leiden. Doch, das gefällt mir.
Herzlich willkommen im Kontrastprogramm, denn das hier ist jetzt so ein bisschen mehr Chili-Milli, ne? Also das hier ist ja auch wirklich so ein Chill-Pullover und genau, vom Stoff her ist der tatsächlich ein bisschen dünner, aber auch leider ein bisschen kratziger. Der ist so ein bisschen beige, ein bisschen, der ist beige, Claudi, der ist beige. Genau, und das ist halt so ein ganz normaler Sunday-Mood-Chill-Pullover zu Hause. Hat hinten halt noch eine Kapuze dran. Ups. Die ist ganz schön groß. Doch, also verhältnismäßig ist das echt eine große Kapuze. Kann ich mich so nicht beschweren. Gut, mit meinem Bommel kriegst du keine Kapuzen rum. Das muss ich ja gestehen. Und ja, den würde ich halt einfach zu einer Jogginghose anziehen, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der hat hier unten auch noch so einen Gummizug, dass man quasi... Moment. Kannst hier so ein bisschen enger machen, wenn du willst. Aber weiß ich nicht, das brauche ich jetzt so eigentlich nicht unbedingt, ne? Dass man das hier unten enger macht. Weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so Fan von. Ich würde es tatsächlich eher locker tragen. Oh, aber auch nicht zu locker, weil dann zieht man sich das Ding raus, Claudi. So, genau. Also von der Armlänge her geht es eigentlich auch wohl klar. Könnten vielleicht ein ganz kleines bisschen länger sein, aber dann würden sie mich auch fast schon wieder stören. Das heißt, ne, das ist halt so ein richtiger, ja, ich chill Samstag, Sonntags am Wochenende zu Hause rum, überziehe Pulli. Aber ja, nichts Besonderes, ne? Aber auch sowas braucht man auf jeden Fall. Kontrastprogramm ist es wieder was etwas Schickeres. Ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr auf diese etwas helleren Sachen gestürzt, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht viel Helles, was Winter angeht, in meinem Schrank und das hat mich voll genervt. Den Rock, den ich trage, habe ich übrigens auch von Chiquel. Also das habe ich mir jetzt gerade einfach mal drüber gezogen. Hier habe ich einen Flusen, aber das ist einfach nur ein loser Faden, das ist nicht schlimm. Und dieses Oberteil hat, also im Prinzip ist es genauso geschnitten wie das Kleid, was ich heute den ganzen Tag anhatte, was ich mega geil finde. Und ja, dann hier haben wir auch wieder diese Armdinger. Mega geil. Hat mich heute auf der Arbeit schon so richtig geflasht, als ich das anhatte, ne? Fand ich richtig cool. Von der Armlänge her sind wir optimal unterwegs, ne? Und das ist halt wirklich toll. Das ist ein ganz schöner, weicher, warmer Stoff. Mag ich unheimlich gerne. Mochte ich heute den ganzen Tag auf Arbeit auch schon so gerne. Das ist jetzt ein bisschen kürzer, ne? Also da muss man halt wirklich so einen High-Waist-Rock oder sowas drunter ziehen, weil ansonsten hast du halt einen nackigen Bauch. Das ist ein bisschen blöd. Und das Outfit mag ich gerade richtig, richtig gerne. Also, ne, das ist voll meins. Das ist richtig meins. So bin ich auch gerne im Büro, vor allem im Winter, wenn es ein bisschen kälter ist. Ich bin gerne ein bisschen schicker, obwohl ich auch theoretisch im Jogginganzug zur Arbeit gehen könnte. Aber so mag ich das auch sehr, sehr gerne. Das gefällt mir. Ne? Jetzt nicht unbedingt mit meinen rosa Schlappen dazu, aber würde ich mir einfach so schwarze Stiefel zu anziehen. Aber oh, das ist jetzt gerade so ein Teil, was ich ultra liebe. Und guck dir mal an, was das für Hopis macht. Also, bei aller Liebe, ne? Aber ich habe keine großen Okolyten. Aber das, Entschuldigung, wenn ich jetzt euch gerade dazu verleitet habe, mir auf die Hupis zu gucken, aber es macht schöne Hupis. Ja, wie Haare halt so aussehen, wenn man so einen Pulli anzieht, ne? Hier habe ich mir mal gedacht, Mut zur Farbe, Claudi. Und ich hatte auch ein bisschen Mut, weil ich immer Angst habe, dass bei solchen Pullis zum einen mich der Rollkragen irgendwann stört und dass zum anderen dieser Pulli kratzen könnte. Aber nein, der Pulli ist mega weich. Das ist extra so ein Oversize-Pulli, ne? In so einem richtig schönen Hellgrün. Ihr habt mir auch gesagt, ich sollte mich mal ein bisschen mehr was trauen und ein bisschen mehr buntere Kleidung mir mal organisieren. Tada! Also guckt euch das mal an, wie geil Oversize der ist, ne? Finde ich extrem krass geil. Und das ist halt so ein Pulli, den könnte ich mir auf der Arbeit vorstellen, weil wir da halt permanent das Fenster jetzt aufhaben müssen, wegen Corona und so. Und andererseits kann ich mir das aber auch gut vorstellen, das zu Hause einfach als Pullikleid anzuziehen. Also einfach nur in den Pulli, darunter eine Leggings oder sonst irgendwas, weil hier interessiert es ja niemanden, ob man eventuell eine Unterbüchse durchscheinen sieht. Den finde ich extrem cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde den mega cool. Das ist halt echt ein Kontrastprogramm zu dem, was ich eben anhatte, weil der lässt meine Figur halt vollkommen im Nichts verschwinden. Der kaschiert halt alles, ne? Alles, was so da ist. Aber er ist halt super bequem. Ich weiß nicht. Ich finde den cool. Genau, von der Armlänge her, Leute, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die sind richtig schön lang. Der Pulli an sich ist auch richtig schön lang. ja, aber er sieht doch an mir sehr, sehr wuchtig aus, oder? Ich weiß nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Na komm, wo wir jetzt schon bei elektrisierten Haaren sind, nehme ich schon den nächsten Pulli, der halt auch einfach warm ist, ne? Um das mal so zu sagen, der ist beige, der ist schön lang und der fühlt sich super kuschelig an. Ja, und die Kette habe ich jetzt einfach nur exemplarisch drüber gehangen, weil bei solchen schlichten Pullis würde ich immer irgendwie eine längere Kette oder so dazu kombinieren. Genau, ja, ne? Der befreit mich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr. Also das mit dem Rollkragen von gerade, da muss ich mich wirklich dran gewöhnen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich halt sehr häufig trage. Deswegen bin ich das echt nicht gewohnt. Der hier hat eine richtig schöne Länge. Also der ist schön lang. Das ist bei mir, im Winter brauche ich das irgendwie, dass es halt so ein bisschen länger ist. Oder ich habe halt wirklich so einen High-Waist-Rock drunter, ne, dass man das irgendwie kompensieren kann. Aber ich möchte halt nicht irgendwie, boah, ansonsten ziehe ich mir halt ein langes Unterhemd an, Leute. Das mache ich auch gerne mal. Genau, ansonsten ist es halt einfach ein Basic-Pulli. Ne, da ist jetzt nichts Spektakuläres zu sagen, oder? Würde ich jetzt nicht sagen, aber ist bequem, ist schön. Also mir gefällt der, ne? So ein Basic-Pulli ist nie weg, ne? Das ist ein bisschen mehr als ein Basic-Pulli, würde ich sagen, weil der halt so ganz spezielle Details hat und weil der so fein ist, finde ich. Der ist super schön lang von der Armlänge her. Hier ist der ein bisschen kürzer, deswegen denkt auf jeden Fall an den High-Waist-Rock. genau, und dann hat der ja diese Puffärmel. Das ist ja so modern, ne? Da stehe ich ja drauf. Ich bin so ein Nestelmensch. Also immer, wenn ich nervös bin oder sonst irgendwas habe, ich ziehe immer meine Oberteile runter und habe das dann hier und wimsel hier rum. Keine Ahnung. Deswegen ist es schön, dass es hier so ein Puffelgedöns hat und dass es so schön lang ist, weil das irgendwie dann nicht so auffällt. Ne? Dann kann ich vor mich hin nesteln und keiner bemerkt meine Nervosität. Und ich fühle mich hiermit tatsächlich auch super, super wohl. Also das ist ein schickes Outfit, was ich mir auch sehr gut auf der Arbeit vorstellen könnte. Man merkt es auch immer so ein bisschen daran, wie ich hier stehe und wie ich spreche, finde ich. Ne? Also das ist halt wirklich genauso, wie ich es jetzt trage, mit der Kette, mit dem Schmuck, ein bisschen mit geordneteren Haaren, denn so kann das nicht laufen. Und halt mit dem Rock und Strumpfhose und so dazu. So würde ich auch auf die Arbeit gehen. Das ist 1A. Das mag ich gerne leiden. Doch, und der Stoff ist halt auch wirklich dick. Man sieht es ja auch. Ne? Das ist kein dünner Stoff, der hält dich auch wo warm. Ich habe heute noch zu meiner Kollegin gesagt, also die Schweden, die müssen ja wohl wissen, wie man warme Kleidung herstellt, oder? So ganz klischee-mäßig gedacht. Aber es ist ja so, ne? Also es ist halt eine ganz schöne Geschichte. Den mag ich. Auch diesen Pulli würde ich tatsächlich mit so einem Rock tragen, weil das genau hiermit so passt, ne? Weil hier, wo der Gürtel lang läuft, hört quasi hier unten drunter der Rock auf. Also das ist super kuschelig warm. Das ist so ein Wickelpulli quasi. Und den finde ich auch richtig schön, weil der einfach auch ein bisschen was Besonderes hat. Der ist beige. Der ist hier mit Wickelei. Ne? Das knotet man sich einfach zu. Aber es kann nicht einfach so aufgehen, weil das halt so miteinander vernäht ist. Ne? Das ist schon eine ganz praktische Kiste. Von den Armen her ist der tatsächlich auch echt lang. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Jedi. Wie ein junger Padawan. Ja, tatsächlich. Aber ich finde es total cool. Ne? Also der macht jetzt hier, was das angeht, macht er bei mir nicht wirklich viel noch mehr drauf. Ne? Aber ich finde, dass er sehr schön aussieht und durchaus bürotauglich ist. Aber er sieht schon, habe ich dieses Gewickelte ein bisschen... Ich habe ja damals Judo gemacht. Ne? Also da erinnere ich mich jetzt gerade so ein bisschen mit diesem Outfit dran. Aber was ich cool finde, der lässt mich brauner aussehen. Also vom Teint her ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Farbe habe, als ich das sonst habe. Und nicht ganz so blass. Das gefällt mir. Deswegen habe ich mir halt auch unter anderem diese ganzen hellen Oberteile ausgesucht, eben weil ich mal so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ein bisschen was Helles in meinem Kleiderschrank gebraucht habe. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, doch. Also der fühlt sich jetzt auch auf der Haut ganz gut an. Der ist vom Stoff her so ein bisschen so wie ein Schal von meiner Kollegin, den ich letzte Woche angepackt habe. Das ist jetzt eine ganz doofe Beschreibung. Aber sie hatte sich so einen Schal neu gekauft, der sich super weich angefühlt hat. Und da habe ich auch gedacht, oh geil, kannst du mir so einen stricken? Und da sagte sie, ja, wenn du mir die Wolle besorgst, ne, kommst du so nicht einfach dran. Aber so fühlt er sich halt tatsächlich an. Und auch das war mal wieder ein Reim. Und ja, ne, ich bin auch gespannt, wie die Produkte sich so nach der ersten Wäsche verhalten werden. Aber ich trage die auch immer wieder in den Videos, dann werdet ihr es ja auch einfach mal sehen. Ja, aber das hier wäre dann das letzte Teil, was ich euch aus dem Black Friday angehauchten Haul zeigen möchte. Und ja, denkt auf jeden Fall an die Gutscheincodes, die ich euch eingeblendet habe. Und genau, Black Shopping ist jetzt die 40% Geschichte und wie gesagt, habe ich auch auf Insta geteilt. Ne? Ja... Ich bin immer so fertig nach Try-On-Hauls. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein Sportmuffel. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz
ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!